Warum sollte man in der Altersresidenz Bolzen verstecken? Na gut. Wenn da niemand, der hier arbeitet, ne? So, gehen wir erstmal runter, sammeln den restlichen Sheet ein. Gucken, ob ich das noch irgendwie geschissen kriege. Hier gab es, glaube ich, noch was. Hast du gesehen, wie Thor Cynthia anschmachtet? Er ist wie ein notgeiler Teenager. Was spricht gegen ein wenig Romantik in unserem Alter? Notgeiler Teenager. Nicht schlecht, so habe ich was übersehen. Da in der Lounge. Ich hier eigentlich die ganze Zeit auf Heile. Meine Freundin ist übrigens im Spiel weiter als ich. Das erzähle ich auch öfters mal. Das heißt, wird noch sehr spektakulär, weil sie hat irgendwie schon einen Zwischenboss gehabt, den ich jetzt gerade noch zufeuere. Das ist echt spannend. Spoiler, ich kann mir schon vorstellen, wer das sein wird, ne? Sehr alt. Während des Zweiten Weltkriegs wurde hier ein Bunker gebaut, um die Marineeinheiten der Achsenmächte frühzeitig am Meer zu sehen. Seitdem der Bunker versiegelt wurde, ist er ein beliebter Jugendtreff. Sie nennen es Ocean View Motel und Spa. Ist wohl ironisch gemeint. Sie gehen dorthin, um Bier zu trinken und zu vapen. E-Zigaretten. Lächerlich. Die Zukunft ist... Was da ein Radiosender macht, ne? Also. Und hatten noch andere Dinge, die nicht für unsere Zuschauer geeignet sind. Aber der Bunker wurde häufig überschwemmt. Vor allem im Winter. In den 90er Jahren ging eine Gruppe Jugendlicher eines Samstagabends dorthin und trank ein bisschen mehr als sonst. Dann fiel ihnen auf, dass ein Mädchen, Nora Hesburgh, fehlte. Sie dachten, sie sei einfach nach Hause gegangen. Als Noras Eltern sie am nächsten Morgen nicht in ihrem Bett fanden, riefen sie die Polizei. Das sind Dialoge, ich komme aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Ja, es ist so... Das Spiel die Polizei hat viel zu bieten. Durchsuchte den Bunker und fand die arme Nora in einem der überfluteten Gänge treibend vor. Sie war musikalisch sehr talentiert. Angeblich hört man sie noch immer im Pflegeheim singen. Heute glauben die Jugendlichen, dass es im Bunker spukt. Das hält sie aber nicht davon ab, dorthin zu gehen. Die Polizei hat versucht, ihn zu versiegeln, aber man weiß, wie hartnäckig Jugendliche sind. Ich bin nur ein unparteiischer Journalist und lebe schon 5 Jahre im Pflegeheim Valhalla. In dieser Zeit habe ich Noras Gesang noch nie gehört. Nur das Summen eines gewissen Nachbarn, der eine unerklärliche Vorliebe für finnischen Tango hat. Könnte vielleicht unsere Tochter sein, ne, die da ertrunken ist. Dann noch weiter. Kann man ihn ansprechen? Man kann ihn nicht ansprechen. Ah, mal wieder ein kleiner Ruckler. Der wird wirklich der Grafikkartentreiber sein, ne? Weil das Encoding läuft ja über die Grafikkarte. Da hier rot. Ich habe keinen Schlüssel. Jetzt fragst du mich nach dem Schlüssel. Vorher hast du aber nur Miep Miep gemacht. Wie sieht's denn hier aus? Das ist Thors Zimmer. Ja, das sieht nach einem normalen, ganz normalen Unfall aus. Noch mehr Schnaps.
War das ein Wutanfall im Suff? Was für ein Chaos. Und Thor ist nicht hier. Ich muss weitersuchen. Verzeihung, Miss. Aber bin ich etwa schon mal in Ihr Zimmer gestürmt, wenn Sie sich gerade geistig oder körperlich betätigen? Hä? Das dachte ich mir. Bitte entschuldigen Sie. Jetzt muss ich nochmal anfangen. Lassen Sie nicht stören, ne? Ich will nur Ihre gesamten Wertsachen klauen. Frühstück um 7. Morgen gibt es Eier, Toast, Grapefruit, Orangensaft, Tee, Kaffee. Der Service endet um 9. Mittagessen um 11. Morgen gibt es Borscht mit Austerncrackern oder Borscht. Gedünstetes Rindfleisch. Ich nehme Borscht. Und es gibt Cranberry-Saft oder Wasser. Der Service endet um 12:30. Dann geht's weiter. Kaffee, Kuchen? Okay. Hier gibt's wohl nur 2 Mahlzeiten, oder? Aber schlecht. Odin geht es nicht gut. In Watery war er betrunken. Aber das hier sieht schlimmer aus als ein Kater. Ja, wirklich, ne? Andersons Farm 1989. Oh, ein Jahr nach meinem Geburtstag. Das Gemälde sieht aus wie meine Mutter. Wurde ich hier geboren? Oder gehört das auch zur Geschichte? Ein Jahr nach meinem Geburtstag. Ein Jahr nach meiner Geburt. Der Ruckel, ne? Das Nachtmeer. Für einen Schluck aus dem Becher des Weisen. Des Weisen, so. Für einen Schluck aus dem Becher des Weisen. Für die Weisheit eines Sehers opferte ich mein Augenlicht. Im Lichte des Mondes nah und fern, die unzähligen Welten des Wahnsinns und darüber hinaus über die dunkle, verträumte See, verzweigten Pfade des Baums. So oft opferte ich mein Augenlicht. Wir lebten und starben und wurden wiedergeboren. Wir trafen uns hier bereits und werden wir auch weiterhin. Reimt sich nicht mal. Wo ist mein Auge? Vor Anbeginn der Zeit, ich überreichte es Mimir, um aus dem Brunnen der Weisheit den Kessel zu trinken. 1876, ich nahm es selbst heraus, um es mit eigenen Augen zu sehen. Trank den Schnaps. 1988, er, der auf der Schwelle steht, nahm es von mir. Zeit wird wiederkommen, um neu geschrieben zu werden. Ja. Oh. Hören Sie mich, Odin? Odin Anderson? Hören Sie mich? Ich habe ein paar Fragen an Sie. Odin? Nein, Saga! Liebling, du musst... Gefahr! In dem Zustand kann er nicht reden. Gefahr. Odin ist in schlechter Verfassung. Was ist ihm zugestoßen? Das ist unser Lebensabend. Im Wasser ist es dunkel. Wir haben unsere Tricks und du deine. Was passiert hier? So hat es sich noch nie angefühlt. Du bist jetzt erwachsen, Saga. Und gerade rechtzeitig zurückgekehrt. Die Mächte der Dunkelheit verschlingen uns. Wir sind zu alt und zu schwach. Die Macht der Andersons steckt in dir. Was war das? Er war keine Projektion. Odin war wirklich hier. Wir waren verbunden. Sind Sie wirklich meine Familie? Passiert all das deswegen? Ich habe ein Foto von dir mit den Kultisten gesehen. Wie bist du involviert? Wir sind zu alt für so verrücktes Zeug. Aber einen Drink lehnen wir nie ab.
Der Kult versucht seit Jahren, uns zu rekrutieren. Aber wir haben unsere Band und diese Narren haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Kein Wunder, dass sie uns Legenden brauchen. Thor und Odin sind nicht Teil des Kults. Der Kult glaubt, dass Thor und Odin irgendwie besonders wären. Ich fange auch an, es zu sehen. Ich war in meinem Gedankenraum noch nie mit jemandem so verbunden. Wie ist das möglich? Ich war froh, deinem Ruf zu folgen. Wikinger sind geborene Reisende. Du bist ein Seher. Du siehst die Wahrheit. Aber dein Großvater wird dir mehr erzählen wollen. Das möchte ich ihm nicht nehmen. Thor ist in Gefahr. Du kannst ihn retten. Ist mein Gedankenraum mehr als nur eine Mentaltechnik? Manchmal verwirrt mein Gedankenraum sogar mich. Ist das der Grund? Steckt da mehr dahinter als Intuition? Eins nach dem anderen. Thor ist in Schwierigkeiten. Wenn ich ihm helfe, verrät er mir vielleicht mehr. Sie sagten, Thor sei in Gefahr. Was ist los? Die Dunkelheit zieht den Funken an. Thor denkt nur mit seinem Hammer, nicht mit dem Kopf. Der verdammte Prinz der Dunkelheit kehrt zurück. Thor wurde von der Dunkelheit markiert. Ich spüre es. Ich stehe in seinem Zimmer. Sie will ihn holen. Und dann mich. Nimm dich vor Cynthia in Acht. Im Wellness Center passieren schlimme Dinge. Lass dich zu, dass sie ihn überwand, Saga. Verweist Prinz der Dunkelheit auf Scratch. Wird Thor zum Besessenen? Ich muss ihn finden, ehe es zu spät ist. Es stoppen, ehe mehr Menschen verletzt werden. Ich habe Wakes Klicker gefunden. Was kannst du mir darüber sagen? Stammt von Toms Lampe. Er wurde ans Ufer gespült. Gute Arbeit. Du hast den Lichtschalter. Der ist wie ein Verstärker. Man kann zwar ohne einen rocken, aber man wird damit niemanden umhauen. Kunst wie Toms Werke kann die Welt verändern, aber mit dem Schalter erreicht man die nächste Stufe. Der Klicker hat die Macht, die Geschichte zu verändern. Logan zu retten. Das bestätigt Wakes Worte. Scratch darf den Klicker nicht in die Finger kriegen. Laut Toms Werken muss Odin Wake meinen. So, dann haben wir jetzt erstmal. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir das anheften müssen. Durch den Klicker verändert Wakes Geschichte die Realität. Kann ich ihm diese Macht anvertrauen? Ich habe wohl keine Wahl. Haben wir hier, Thor Schlafzimmer. Thor geht es nicht gut. Hier stimmt irgendetwas nicht. Ja, Wellness Center, ne? Was haben wir hier? Gemälde. Ja. Wir waren vorhin noch nicht da hinten, oder? So viele Hände. Da
Das wird dich wieder zum Lächeln bringen, meine Liebe. Wie bitte? In einer schwarzen Leere, ohne oben oder unten. Sie ist eine von ihnen. Es muss hier irgendwo einen Übergang geben. Es tut mir leid, dass es so leckt. Ich habe keine Ahnung, wo das liegt, ne? Das hatte ich schon mal. Dann habe ich die. Da wusste ich aber, dass die Grafikkarte ausgelastet war, aber das ist jetzt aktuell. Irgendwas mit dem Nvidia-Patch zu tun haben, den ich drauf gespielt habe. Mandy May. Doch die Böse. Oh je. Yeah. Genau, wahrscheinlich die Troller, die meine Freundin schon gekämpft hat. Wenn die eine Böse ist. Wahrscheinlich die erst. Gegner haben. Aber es spielt sich wahrscheinlich mega geil mit dem Geruckel. Echt mega Bock drauf. Weil dann halt auch immer meine Maus aussetzt. Zeitraum. Relevanter Ort. Rätsel aus allen Zeiten von Jamnam Dabiri. Über 200 knifflige Rätsel zum Kopfzerbrechen und Hirn zermartern. Notiz an mich, versteckt das Ding mit einem kleinen Rätsel wie diesem. Besser als jedes echte Schloss. Kommen Sie nie ins Ottern. Reese Watts. 50 Otter, nee, Wortspiele, damit Ihre Unterhaltung nicht den Bach untergeht. Muss ich jetzt irgendwas suchen? Richtig Bock da reinzugehen, ne? Ach, guck mal, ein Kultzeichen. Der Zutritt ist untersagt. Zu deiner Alter. Eigenen Sicherheit. Die Zeit kriecht für die Wartenden. Aber am Ende sind sie dankbar. Meine Güte, ich habe sie gar nicht gesehen. Ja, der wohnt hier genau nebenan. Kein Wunder, dass der in einer Klatsche hat. So, jetzt kommen wir mal zu Mandy May, meine Gute. Ja, das ist genau so, wie ich es gerne hätte, ne? Glockenduster, die hat nicht mal ein Fenster im Zimmer. Die strickt die ganzen Sachen? Nee, die unten macht das. Oh, die steht gleich hinter mir, ne? Wie ist das? Ihr wisst es, ich weiß es. Warum liegt hier auch Munition rum? Ich kann nur wiederholen, immer wieder ein cooles Seniorenheim, wo Munition rumliegt und Pfeile für Bolzen und Bolzen für Armbrust und so. Wir werden es bestimmt jetzt das Leben zur Hölle machen. So, jetzt mal kurz gucken. Halt so viel Shit, ne? Die Frage, die sich mir stellt, habe ich das letzte Mal, bevor ich gespeichert habe, diesen Hirschkopf gestreichelt. Offensichtlich habe ich das getan. Hallo Flo, habe ich da Vorspiel gehört? Schön, ne? Am besten keine Mütze mit Bommel, sondern nur die Bommel, ohne Mütze. Maria hat einen alten Mann geehelicht. Das Risiko war ihr bewusst. Naja, geehelicht ja nicht, ne? Die kann ja auch einfach gehen dann. Den Knebelvertrag hat sie noch nicht bekommen. Ich kann keine Waffe ausrüsten, was schon mal erstmal gut ist. Tendenziell ist das erstmal gut. Eine Tastatur irgendwo hinschieben. So.
Hier hinten lag ja Dingens rum, ne? Faul wie er ist. Wir müssen jetzt Odin finden. Die oder Zeit Tor. Um halb zwei. Ist die Blockkaffee? Also mit Keksen steht bereit. Maximal 2 pro Bewohner. Also durch die Wand. In der ersten Etage. Morgen hat niemand Geburtstag. Also das Update hat scheinbar den Sound total abgefuckt. Wie mir so scheint. Ich habe ja hier alles durchgesucht. Ich glaube, wir müssen das Gebäude wechseln. Wenn ich es nicht besser wüsste, haha. Bin bei vorspielig auch hellhörig geworden. Wette, du bist jemand, der sich in die Türkei neue Haare pflanzen lassen würde. Das wahrscheinlich sogar in Deutschland machen, aber das kann man wahrscheinlich nicht bezahlen, ne? Also wie gesagt, ich habe relativ hohe Geheimratsecken, jo. Aber dass wir Haarausfall in der Familie haben, das wüsste ich. Das ist eigentlich nicht der Fall. Warum ist denn das hier drin so draußen düster so, wie es jetzt hier gerade ist? Ich muss das zerschneiden. Wir haben nichts zum Zerschneiden. Schön. Wäre auch mal schön, wenn ich irgendwann mal diesen Bolzenschneider auch bekommen würde. Aktuell ist das immer nur so ein Gerücht, dass es den gibt. Was haben wir hier? Ein Zettel. Müll auf der Straße. Doch, doch, du kannst das. Ja, schon mal die Flo Sekro. Guter Chat wieder hier, ja, also. So, Saga im Pflegeheim. Saga war in einen Albtraum geschlittert. Immer mehr Beweise sprechen dafür, dass ihre Tochter tot ist. Saga konnte das nicht akzeptieren. Wake sagte, man könnte es rückgängig machen. Doch Wake war verschwunden. In Gewahrsam des Federal Bureau of Control. Casey, ihr einziger Verbündeter, war ebenfalls verschwunden. Sie war allein. Agent Esteves hatte ihre Autorität spüren lassen. Hatte sie komplett abgeblockt. Hat sie aus ihrem eigenen Fall ausgeschlossen. Saga weigerte sich aufzugeben. Sie brauchte Antworten. Thor und Odin Andersen würden welche haben. Ein Familienbesuch also. Das konnte ihr niemand verübeln. Saga war in einer Horrorgeschichte gefangen. Sie manifestierte sich um sie herum wie die Finsternis einer Geisteskrankheit, die sie immer tiefer in den Abgrund drückte. Ja, das sind ja coole Neuigkeiten. Sieht man eigentlich jetzt die Taschenlampe an? Bisschen, ne? Also ich sehe es nicht. Aber es könnte auch daran liegen, dass ich im HDR-Bildschirm spiele. Ich bin Strohwitwe heute. Du bist genau das, was ich heute brauche. Oha, wo ist das Männchen denn? Der Sporteln oder was? Bürgermeister Setter, ihr sitzt im Rathaus. Ja. Warum sind diese ganzen Wahlstände immer verlassen? Das ist keine gute Politik. Er ist unterwegs, um alles voll zu crossfitten. Oha. Oha. Das ist ja auch zu nichts mehr zu gebrauchen, wenn er zu Hause ist. Also würde ich jetzt mal behaupten. Wenn ich das mal mit meinem Sportpensum vergleiche und er macht ja. Also Hut ab. Hut ab. Kannst du ihm auch sagen. Werde ich ihm auch noch persönlich sagen. Also von allen Sportarten, glaube ich, die er so hätte anfangen können, ist das die schwierigste, die er gemacht hat. Also allein schon die Überwindung, das zu machen. Respekt. Ich hoffe, er hält durch. Ich muss ihm sogar Abendessen machen. So weit ist er schon gekommen. Wollte mir gerade sagen, sonst habt ihr euch immer abgewechselt mit Kochen, ne? Meistens. Oh, Belmer geht auch am Mittwoch wieder. Nice, alle total am Durchdrehen hier. Ich habe heute schon überlegt, ob ich nicht gehe. Thor ist im Wellness Center, nicht wahr? Nein, er ist. Ja. Aber Sie sollten da jetzt wirklich nicht reingehen. Sperren Sie die Tür auf, Rose.
Das ist eine FBI-Angelegenheit. Aber es gibt da einige Dinge, die Sie... Ja, okay. Ich lasse Sie hinein. Danke, Rose. Das ging ja schnell. Gar nicht großartig laut werden, wa?